Hallo und herzlich willkommen endlich wieder zurück zu einer weiteren Folge Rising World in der neuen Version. Ich freue mich natürlich wie immer, dass ihr wieder dabei seid und hoffe, dass ihr noch dabei seid, denn ja, auch in dieser langen Pause hat sich hier in Rising World einiges getan. Es gab ein relativ größeres Update, was uns die Möglichkeit gibt, Blaupausen zu bauen, die wir sogar aus der Vorversion, aus der Java-Version nutzen können, die Blaupausen. Das werden wir mal austesten. Ich weiß nicht, wie viel davon bei mir gespeichert ist. Und es gibt Kisten zum Lagern und Müllkisten, um Material loszuwerden. Ansonsten wird noch an ganz viel gearbeitet, wie zum Beispiel befinden wir uns aktuell, jetzt habe ich es langsam geschnallt, in einer Demo-Welt. Deswegen ist hier auch immer so ein Lagerfeuer und sowas, ne? Und die Welt sieht immer gleich aus. Nein, die Entwickler arbeiten jetzt mit Hochtouren an einer normal generierten, zufallsgenerierten Welt, dass wir hier dann auch Abenteuer erleben dürfen, ne? Sonst ist es, wie gesagt, gerade eine Demo-Welt tatsächlich, in der wir hier leben und bauen. Macht aber nichts. Ansonsten könnt ihr euch die Patch-Notes oder besser gesagt die Change-Logs von der 0.4.5 natürlich bei Steam angucken von den Entwicklern. Gut, was wir jetzt bauen dürfen neu und auch das Menü sich verändert, ist das hier. Dieser Blaupausentisch, den gab es, glaube ich, früher gar nicht, den Blaupausentisch, der ist niegelnagelneu, vorher konnte man Blaupausen so bauen. Wir haben aber jetzt beim Bauen auch jetzt ein neues Untermenü, wie zum Beispiel Lehm, Putz, Asphalt, Beton und können die dementsprechend öffnen und schließen, was die Sache so ein bisschen vereinfacht, wenn man Material sucht. Ausrüstung zum Beispiel, Camping, Navigation, es gibt den Kompass. Moderner Kompass, Behälter, Wasserbehälter, Gießkanne, sowas brauchen wir ja noch nicht, wir können noch nichts pflanzen leider. Allgemein gibt es wie auch hier immer noch ein Kampfmesser, primitives Steinmesser und ja gut, ich gucke mir das einfach mal so durch, nicht dass ich irgendwas übersehen habe. Medizin gibt es, erste Hilfe, oh, war das damals auch schon so, also jetzt in der letzten Version, dass wir Medikits brauchen, ich glaube wir konnten noch keine bauen, ne? Gut, Kleidung. Nein, Elektrizität nein, Fahrzeuge nein, verschiedenes, Spielspaß immer noch der Fußball. Also wie gesagt, es gibt einiges Neues wie die Truhen, Tische, Leitern, Schränke, Fenster, Rahmen sind auch dazugekommen. Die haben uns ja letztes Mal noch gefehlt. Das ist sehr geil, dass sie dazugekommen sind. Kosten bestimmt nicht so viel, nee. Dekoration, die Lampe kennen wir, sonstiges ist zum Beispiel die Mülltonne. Und eine, oh, moderne Mülltonne gibt es auch, eine schicke neue Wanduhr. Ne? Also wir brauchen sehr viel Eisen tatsächlich dafür. Aber als allererstes möchte ich natürlich erstmal den Blaupausentisch mit euch bauen. Dafür brauchen wir noch ein wenig Eisen. Lagern konnten wir ja gar nicht, ne? Bis jetzt. Deswegen habe ich auch kein Eisen, doch habe ich in der Tasche tatsächlich. Eisenplatten brauche ich aber noch. Eisenplatten, 8 Stück bauen. So, jetzt muss ich erstmal hier mit dem neuen Menü klarkommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, falsch, 8, zack. So, dann dürften wir den eigentlich sofort bauen können. Eine Zielscheibe gibt es jetzt auch zum Zielen üben. Ne, ich bin mal gespannt. Das können wir machen, denn wir haben ja, ich glaube, hupsa, jetzt habe ich die Konsole geöffnet, in der letzten Folge das Gewehr noch hier mit unendlich Munition und bauen uns auf jeden Fall nochmal, ich habe ja noch 6 Scheiben. Ach, Scheiben waren das. Ich dachte, das wäre Eisenplatten gewesen. Gut, wo haben wir das Ding? Auf der 5. Wir bauen das im Haus. Im Haus, da können wir viel schöner damit bauen. So. Ja, arme Standuhr. In dem letzten Video habe ich sie zerschossen. Auf der 5. Bauen wir den mal hier so in der Ecke. Und hier dürfen wir Blaupausen machen. Momentan sind keine Blaupausen vorhanden. Erstelle entweder eine neue Blaupause, indem du sie an der Werkbank herstellst und einen Bereich damit markierst und entsprechend speicherst. Ansonsten könntest du auch externe Blaupausen ins Spiel einfügen, eingefügt werden, indem du die Blueprints-Ordner im Spielverzeichnis platzierst. Okay, ja, das ist interessant. Das haben wir natürlich noch nicht gemacht, ne? Und werde das dann auch für die nächste Folge verschieben. Auf jeden Fall gibt es Blaupausen, Mülltonnen, etc. Wir waren ja soweit, wir waren bei der zweiten Etage und ich wollte ein Geländer bauen, aber ein Geländer bauen ist relativ schwierig. Geht aber, ne? Wir gucken uns erstmal um. Wir machen mal Fensterrahmen auf jeden Fall.
Aber eigentlich, ehrlich gesagt, möchte ich erst eine Zielscheibe bauen. Ich habe Bock auf eine Zielscheibe. Ich weiß nicht, wo ich die finde. Werkzeuge, Waffen. Da, Ziele. Stehend. Brauch Holz und Stock. Das sollten wir doch hinkriegen. Die Axt hier habe ich natürlich unten im Menü. Zap. Das ist keine Axt, Tim. Das ist eine Axt. Und hau mal hier die Bäume platt. Und natürlich weitere Setzlinge. Also die Entwickler sind wirklich schnell und fleißig am Entwickeln. Ein dickes Lob an Red51 und sein Team. Und ich freue mich auf die offene Welt dann. Und auch auf wirklich auf Tiere wieder und auf Pflanzen. Ich hoffe, ihr werdet viele verschiedene Möglichkeiten einbauen, Pflanzen zu machen. Also wie damals schon, da gab es ja Möhren, Peperonis und Melonen und was es noch alles gab, Zitronen. Dass die Vielfalt dann noch größer wird, das wäre natürlich geil für alle. So, dann zaubern wir nochmal ganz fix ein paar Bäume hierher. Obwohl, wartet mal. Wir machen das erstmal die Zielscheibe. Dann werden wir drauf schießen. Erstmal brauche ich allgemein Holzstöcker. Wie viele waren es? Ich muss noch einmal schauen. Bauen. Einrichtung, Waffen. Zielscheibe braucht 32 Stock. Also noch 30. Zwei habe ich noch. Okay. Denkfehler. Ich brauche Holz. Ich mache mal maximal Holz. So. Ich habe bestimmt zu wenig. Oh, Vorsicht. 130 habe ich gebaut. Und dann gehen wir nochmal auf Waffen. Zielscheibe. Fertig. Mann, als ob ich das schon immer spiele, dieses Spiel. Gut, ja, die Zielscheibe. Tun wir mal vorm Haus stellen, ne? Wenn wir daneben schießen, schießen wir im Haus rein. Das macht ja am meisten Sinn. So, das ist die Zielscheibe. Sieht irgendwie aus, wie eher für Bogenschießen, würde ich sagen. Aber einen Bogen gibt es sozusagen ja gar nicht bei Waffen, ne? Primitive Waffen, Schusswaffen ist das Repetiergewehr, Nahkampf ist das Kampfmesser. Also einen Bogen gibt es in dem Sinne nicht. Einen primitiven Speer baue ich einfach mal eiskalt. Ich weiß nicht, vielleicht kann man den ja sogar werfen. Ich rate da einfach mal. Dann habe ich auf für 5. Ja, der sieht aus. Oh, eine schöne Wand. Da hat man ja wenigstens ein Trefferbild, ne? Ich gehe mal nicht so weit weg. Na gut, wenn wir so was Fadenkreuz direkt nehmen. Hit. Das funktioniert. Mit dem Gewehr, würde ich jetzt sagen, ist es eher relativ langweilig, weil. Man immer trifft. Na, aber das Zielen üben für Tiere jagen ist, glaube ich, eine ganz coole Idee. Würde ich mal so sagen. Mir ist einfach gerade danach. Ne? Endlich mal wieder spielen, endlich mal wieder aufnehmen. Es geht wieder bergauf. Ich muss jetzt Blutdrucktabletten nehmen. So, ich setze mal hier ein paar Bäume hin. Damit wir im Wald leben. Und wir auch wieder Holz haben. Die werden bald, wenn die Demo-Welt vorbei ist, wieder als Setzling langsam wachsen. Und ja, dementsprechend ist es dann viel aufwendiger, Holz zu sammeln, logisch, als jetzt. Jetzt ist es momentan ein Kinderspiel. Ne? Setzt einen ganzen fertigen Baum hin, fällt den, fertig ist die Geschichte. Und es wird verschiedene Bäume natürlich auch geben. Denn wir haben ja nur diesen einen hier, wenn mich nicht alles täuscht. Und da gab es ja so viele Bäume, die die Entwickler hatten. Verschiedene. Haben uns auch einen Garten erstellt. Und. So, ach ja, da fällt mir gerade viel ein, was ich bauen kann. So. Viele Texturen wurden angepasst. Ich lese das gerade mal.
Also die neue Handwerkstation zum Herstellen von Blaupausen haben wir gesehen. Menü hinzugefügt, welche Blaupausen ausgewählt werden können. Da werde ich mal nach der Folge welche reinschmeißen aus dem alten Spiel. Blaupausen können vergrößert, verkleinert werden. Blaupausen können im Platzieren frei bewegt und gedreht werden. Unterstützung fürs Raster beim Platzieren von Blaupausen. Undo-Option, da komme ich nie mit klar. Neue Blaupausen können während der Laufzeit von zum Blueprint-Ordner hinzugefügt werden. Während der Laufzeit, das heißt, wir könnten jetzt einfach rüber wandern, aber das mache ich jetzt nicht. Neu ist, Items können nun in Kisten gelagert werden. Jetzt müssen wir uns eine Kiste bauen. 46 neue Baumaterialien, Schrägstrich, oder besser gesagt in Klammern Texturen hinzugefügt. Viele basierend auf Materialien der Java-Version. 11-mal Stein, 8-mal Stoff, 7-mal Holz, 5-mal Metall, 3-mal Beton, 3-mal Lehm, 4 Fliesen, 3-mal Fliesen, 2-mal Marmor, 1-mal Putz. Also da kommt immer mehr, immer mehr. Das ist richtig geil. Eine Kiste können wir auch im Haus bauen. Ich weiß nicht, ob ich genug Material habe. Achso, ich habe noch Bäume dabei. Ich will jetzt nicht so viele Bäume setzen. Das dauert ja 100 Jahre, bis ich alle Bäume gesetzt habe. Oh. Ich habe gerade alle Bäume gesetzt. Dauerte doch keine 100 Jahre. Überraschung. Gut. Das Haus sieht irgendwie noch nach Kacke aus, finde ich, ne? Da könnte noch ein bisschen schicker werden. So, Kisten. Bauen. Holz. Also hier seht ihr jetzt die ganzen. Das sind dann einige neue dabei an Elementen, wo ich jetzt nicht tatsächlich klarkomme. Marmor muss ich mal schauen. Dafür fällt mir vielleicht einer auf. Aber ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, welche da waren und welche noch gar nicht. Aber wie gesagt, das sind ein paar neue Texturen dabei gekommen. Ein paar, ja. Was? 46 waren es. Das ist schon ein Batzen, ne? Gut, allgemein Werkzeug bauen, Einrichtung. Alte Truhe, Holz, was offen, Tränke. Ich denke mal, die alte Truhe. Ups, da können wir sie sogar schon bauen. Brauche ich nicht mal was sammeln für. Bauen wir mal hier im Eingangsbereich hin. Wo bist du, Truhe? Auf die 5. Nein, auf die 5. Das sieht falsch rum aus. Und irgendwie sieht das richtig rum aus. Ich kann mir nicht helfen. So. Und da dürfen wir jetzt Dinge drin lagern, wie Eisenerz, ein Lagerfeuer, Blöcke, die wir nicht benötigen aktuell. Ein Block, weg damit. 4 davon, weg damit. 35 weiße behalte ich mal. Ich weiß noch nicht, was ich machen will. Da habe ich noch Bäume. Da können wir dahin. Bäume gehen nicht. Doch. Wir gehen natürlich auch Stein, Pinsel, Schrägen, Runde. Stecken wir mal um, haben ein bisschen Platz. Komische Laterne. Stock braucht man immer, Holz braucht man auch immer, Eisen braucht man auch immer, Glas braucht man auch immer, Marmor. Diese komischen Steine, die reißen wir auch wieder ab. Also Gewehr muss ich natürlich mitnehmen, man weiß ja nie, was passiert. So, Hungerdurst gibt es hier noch nicht? Nein, nicht in der Demo-Version. Und wenn ihr jetzt die Blöcke hier legen lässt, gehen die weg von alleine oder. Jetzt zertrümmert die einfach. Gut. Fensterrahmen. Wisst ihr, warum hebe ich überhaupt auf? Ich weiß es nicht. Bam. Schön. Mit dem Hammer macht man nichts kaputt. Da guckt man, kann man einfach aufladen. So gut, was nehmen wir denn da für ein Fenster jetzt? Ein bisschen Holz hatte ich ja noch, aber ich glaube, wir brauchen mehr. Türen, Tische, Leiter, Licht, Fensterrahmen. Da. Wir können eins mit Kreuz nehmen. Wir haben auch runde. Also ich würde sagen, ganz klassischer Fensterrahmen. Da darf ich einbauen. Ja gut, da reicht ja auch erstmal. Du Jemine. Da passt natürlich eine helle Farbe zu oder eine dunkle Farbe. Ich würde sagen, die hier, weil unsere Wand ja relativ hell ist, ne? So, du bist jetzt wo gelandet? Oh Gott, das alles. Oh, da gibt es nur 12er, 6 von. Oder sind das sind zwei verschiedene, ne? Farben unterschiedliche. Ah. Ach, weg damit, weg damit, weg damit, weg damit. Na, dafür gibt es ja eigentlich jetzt die Mülltonne, ne? Die müssen wir eigentlich bauen. Da muss ich nicht immer alles zerknüppeln. So, dann bauen wir mal den ersten Fensterrahmen rein. Da bin ich mal gespannt. 5.
Der rastert auch. Sehr nett. Ich habe vergessen, wie man vergrößert. Verdammt. Ich habe es wieder im Kopf. Okay. Oh, das ist nicht die Maximalgröße, oder? Ach du Scheiße, ich habe den nur lang gemacht. Rastert aber nicht so, wie ich das will, ehrlich gesagt. Da müssen wir das Raster kleiner machen. Ey, nimm ich doch nicht mal irgendwas anderes in der Hand. So klein wie geht. Schwierig, ne? Weil das ist so ein breiter Fenster. Eine Fensterbank ist ja eher in, ne? Da kann man ja Dekorationen drauflegen. Ist ein bisschen sehr dolle gerastert. Ne, passt sich automatisch an. So, da sind wir schon zu weit. Altes Problem. Der müsste jetzt passen. Nein, tut er nicht. Okay, war ja so klar. Egal, den bauen wir ab und bauen wir den neu. Oh, jetzt muss ich neu. Wartet mal, das war ja damals auch immer lustig. Nee, das hat er automatisch immer angepasst. Also, ich muss beides sehen können. Dum, 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 dum. Ich glaube, das ist ein zu viel, ne? Oder? Nee, so ist gut. Ja. Das macht schon mehr her, ne? Würde ich mal so sagen. Tatsächlich. Und er nimmt automatisch dann auch die Scheibe. So. Und wir haben eine riesig große Fensterbank. Die könnte man abrunden, die könnte man so lassen. Und wenn man mal irgendwas mit einer Deko hat, könnte man die da drauflegen. Wie zum Beispiel eine Laterne. Der Schrank, der ergibt eigentlich gar keinen Sinn. So eine ultra seltsame Laterne. Okay, ich, die wird aber nicht hinpassen. Scheiße. Sieht nicht aus. Sieht einfach nicht aus. Kann man was wolle. Ich wollte dich nicht kaputt machen. Laterne! Es tut mir so leid, Laterne. Ich dachte, den baue ich ab. Nein. Auch meine Standuhr habe ich zerballert. Gut. Der Fensterrahmen gefällt mir gut. Dunkel passt ja auch sehr gut rein. Wir müssen hier definitiv auch noch ein Fenster reinbauen, weil das von außen voll blöd aussieht. Ach ja, da haben wir sehr breit gebaut. Ja, wie baue ich da jetzt? Das ist die Frage. Eine gemütliche Sitzecke zum Lesen wäre doch eine Idee, ne? Ich kann nicht klettern, bin zu schwach. Hickory ist es. Hickory Holz! Kann man gut zum Smoken benutzen. Das hier gefällt mir gar nicht, ehrlich gesagt. Den Fensterrahmen von außen können wir den auch platzieren. Aber den müssen wir erstmal bauen, ne? Dann brauchen wir Holz. Crafting. Es gab auch ein Crafting-Menü, oder? Stacks zusammenführen. Guck mal, hier gibt es einen Knopf für. Cool. Item sortieren. Ha! Der perfekte Knopf für mich. Ihr kennt mich.
So, gut. Da haben wir natürlich wieder Fensterrahmen. Haben wir neue Schränke dazu bekommen. Aber den haben wir schon mal gebaut. Der sah mir zu mittelalterlich aus. Fensterrahmen. Ja, Quatsch, wir brauchen ja erst Holz. Nur so wenig. Aber reicht. Dicke. Da haben wir den dunklen genommen. Ja, Farben unterscheiden sich hier noch. Das könnte auch ein bisschen komplexer werden. Okay, ich mache hier oben noch was. Ist das zu klein? Aber hier so eine kleine Sitzluke mit Holz, aber nicht mit Putz. Wird wahrscheinlich ganz schick aussehen. 5. Dann hat er nicht gespeichert. Macht aber auch nichts. Denn wir haben hier Augen im Kopf. Das Raster ein bisschen kleiner machen. Tim. So. Er schafft es immer wieder. Machen wir das mal von außen. Da sehe ich es besser. Ja, der ist, ich will ihn noch ein bisschen überstehend haben. Vielleicht kriegen wir noch ein kleineres Raster hin. Ja, so. Wir müssen natürlich die richtige Größe wieder rauspicken. Die richtige Größe. So viel bewegen. Oha, jetzt habe ich ihn gekippt. Das wollte ich nicht. So, da verschwindet er in der Decke. Dann ist das schon mal ein gutes Zeichen. Da ist er in der Wand verschwunden. Auch ein gutes Zeichen. So, dann. Fensterrahmen ist drin. Ich habe keine Scheiben mehr, oder was? Hatte ich nur eine Scheibe? Ich habe da zwei Scheiben aufgehoben. Hallo? Aber ich habe keine weggetan, oder? Doch, 7. Scheibe ist drin. Erste Etage hat 2 Fenster bekommen. Wo man wunderschön in die Bude reinäugeln kann, ne? So, dann wollte ich mal kurz in der Truhe gucken. Kommen die Scheiben wieder rein, die brauche ich ja gerade nicht. Nehme ich mal dieses. Ja, dieses Holz will ich nicht nehmen. Ich möchte das hier als Sitzecke kreieren. Als gemütliche. Und einen Stuhl will ich da jetzt irgendwie nicht hinstellen. Nein. Ein Holzfass. Ach, das wollte ich ja auch noch bauen. Stimmt's. Wofür ist das gut? Kann benutzt werden, um Items darin zu lagern. Achso, gut. Ein Behälter, welcher mit Wasser gefüllt werden kann. Oh, cool. Ein Behälter, der mit Wasser gefüllt werden kann. Aber wir haben doch kein Wasser. Sitzmöglichkeiten. Eine alte Bank. Warte, die kriegen wir da drin platziert. Die können wir anmalen. Die können wir bestimmt anmalen. Ein Stuhl nicht. Nein, ein Stuhl ist doof. Eine alte Bank. Dafür brauche ich nur Eisenplatten. Na, sag nicht, dass ich jetzt alles wieder weggelegt habe. Ach komm, baue ich schnell 4 Eisenplatten. Das geht ja. Rubbel die Katz. So. Da wollte ich nicht hin. Werkbänke bauen. Nein. Einrichtung. Alte Bank. So, dann drück mir mal die Daumen. Dass wir da nicht umsonst Material verpulvert haben. Hey, überall diese Steine. So, cool. Das mit automatisch ist schon eine Top-Idee. Tofte. Ja, die wird da nicht hinpassen. Die ist zu groß. Ist ja giganto. Na, wir können aber noch ein bisschen was wegbauen. Und dann versuchen, die anzumalen. Die heißt alte Bank. Das ist das Problem, was ich habe. Dass die vielleicht ja doch gar nicht so da reinpasst.
Leseecke. Ich bin der lesefaulste Mensch der Erde. Mit Grid will ich da. Naja, da muss ich wieder ein bisschen feiner werden. Damit ich auch exakt mittig werde. Und hier kommt auf jeden Fall keine scharfe Kante zum Kopfstoßen hin. Das wäre eine ganz blöde Idee. Ey, wo kommt der denn her? Ist ein bisschen gruselig, dass da ein Block rausfällt. Hallo Block. Okay, der fehlt hier nicht. Gott sei Dank. Und da brauchen wir jetzt aber ein bisschen Stein. Habe ich ja noch. Toll, man räumt das alles ein und muss es wiederholen. Ne? Immer dasselbe Mist. So. Allgemein Werkbank bauen. Jetzt ist die Frage, was hatten wir denn gehabt? Ich habe ja noch Teile. Ich habe die ja gerade abgebaut und das ist nicht wenig. War das der 554er? Auf jeden Fall. Nur mit verstehen und das mit den Farben nicht, ehrlich gesagt. Weil die alle gleich aussehen. 554er, kein Holz. Putz. So, eine weiche Kante jetzt, um Gottes Willen. Früher konnte man die drehen, aber das ist ein bisschen schöner. Keine spitzen Kanten. Da kam auch, glaube ich, noch mehr dazu hier. Abgerundeter Block. Kugel, Säule, hohle Zylinder. Okay, hier. Aber ich glaube, das ist eine weiche Kante. Wir brauchen ja nur zwei. Also verschwende ich nicht so viel Material. Ich übe noch. Schön. Da haut sich nicht der Leser die Rübe volle Möhre ein. Das ist immer angenehm. Okay, ich habe aber keine zwei gesetzt. Ich habe doch zwei gebaut. Verwirrung. Das sind doch zwei, oder? Zweimal. Ach, man braucht zweimal Stein. Lustig. Irgendwie komisch, unlogisch. Aber wenn der Entwickler das will, dann will er das so. So, hier drehen. Oh Gott, ich habe mich verdreht. Ich weiß nicht mehr, wo ich bin. So. Und da noch ein kleines Laternchen reinhängen. Das wär's doch. So, jetzt ist die Frage der Fragen. Der Pinsel. Könnte über die Farbe ändern. Ah ja, hier rot. Ich mache einfach Spaß rot. Oh, wie geil. Man kann das alte Ding anmalen. Das ist gar nicht mal alt. Na, weiß. Schwarz wird, glaube ich, furchtbar aussehen. Das wäre für Bücher, die ich nicht lesen würde. Gelb, nein. Grün auf keinen Fall. Dunkelgrün auch nicht. Rot. Braun. Ein helles Braun. Da haben wir eine wunderschöne Leseecke kreiert, oder? Mit mal schön mit Tageslicht. Und da oben könnte man die Ecken noch so ein bisschen verfeinern. Ne? Hier sind die Ecken auch nicht. Wir müssen Ecken verfeinern. Da hilft alles nichts. Sensemann. Da hilft ja alles nichts. Aber die Frage ist wie? Wie verfeinern wir wunderschönen Ecken? Rundung? Dann wird es ein rundes Fenster. Will ich nicht. Rampenecken? Doppelklick darauf bringt auch eine... Ach Gott, du Scheiße. Können wir direkt die Farbe anpassen?
Bitte weiß. Oh. Ich gehe nochmal raus und wieder rein. Rampenecken. Ich teste Rampenecken. Erstmal mit einer. Man merkt schon, ich bin ganz schön geizig, ne? Dabei gibt es ja hier genug Stein. Sag mal, ist das eine Rampenecke denn? Ist das so eine? So ein spitz zu laufende? Nee, Leute. Das wird nicht aussehen. Das wird einfach nicht aussehen. Aber das ist schon schön. Das finde ich schon schick. Aber das kannst du da nicht vom Fensterrahmen kloppen. Das sieht einfach nicht aus, ne? Das ist schade. Und da oben wieder zumachen wäre Blödsinn, weil das Fenster ja dann... Ja, da muss man sich was überlegen. Fenster sind da. Treppe ist da. Die Truhe, die hätte auch unter der Treppe gekonnt. Ich weiß nicht, wenn ich die Truhe jetzt aufnehme, ob der Inhalt da drin bleibt. Nee, das habe ich sogar in der Dings gelesen. Der bleibt nicht da drin. Passt die Truhe natürlich viel, viel besser. Und das ist eine Treppe. Das war ich nicht. Na, einen Baum würde ich hier nicht drin haben. Wird irgendwie komisch aussehen. So. Nochmal Ordnung schaffen. Und dann irgendwie auf ums, ja, zweite Etagen Ding kümmern. Den können wir wegwerfen. Scheiben werfen wir auch mal hier rein. Jetzt haben wir ganz viele weiße Blöcke, die alle verschiedene Farben haben. Das ist ein bisschen gruselig. Stein behalte ich mal hier. 7 Bäume. Rein da. Lagerfeuer. Ja, da könnte man noch einen Kamin bauen, ne? Tatsächlich. Und das Lagerfeuer da reinsetzen. Kamin wird natürlich perfekt hierhin passen. Damit wir, bevor wir das Dach anfangen, also die nächste Etage, bauen wir erstmal den Kamin. Ja, aus so feuerfesten Steinen. Wir haben schon ein wunderschönes Material dafür. Nicht bei Putz. Stein. Hier so ein schöner Kachelkamin. So einer. Das ist irgendwie, ja, schwierig. Ziegelsteine. Boah. Mal so richtig edel, ja? Ne? Nicht so einen muffigen. Rot. Ne, das sieht alt aus. Sieht noch älter aus. Einen richtigen Kamin. Was haben wir denn noch? Beton, Asphalt, Putz, Lehm. Lehm wäre natürlich mittelalterlich. Metall. Metallkamin baut kein Mensch, oder? Da darf er nur nicht brennen. Stahlseil. Aha. Leuchtmaterial. Glas. Ist da was Neues zugekommen? Weiß ich nicht. Bedachung. Oh, da ist mehr dabei. Stoff ist auch neu. Aber ein Kamin... Oh, Gummizellenstoff. Ein Stoffkamin wäre komisch. Rasterdecke, Pappe. Ein Pappekamin. Das ist doch wohl optimal, oder? Also kein Metall. Aber Metall wird geil aussehen. Kupfer, so ein Metall hier. Das ist ja Dress von Spiegel mäßig. Also verschummelt, verschammelt, vergammelt, nein. Also Metall geht nicht, nein. Das geht nicht. Lehm brauchen wir auch nicht. Putz machen wir auch keinen Kamin raus. Auch wenn es fast sogar cool aussehen würde. Aber der wird sich nicht genug abheben. Na, so Beton. Bist du denn? Das ist so für Böden eher, ne? Haben wir diese Entscheidung? Marmor. Leute,
Warum komme ich denn nicht von allein darauf, einen Marmorkamin zu bauen? Guckt euch das schöne Material doch mal an. Aber nicht in weiß, das passt da nicht zur Wand. Also, ich baue erstmal. Ich weiß nicht, wie viel kriege ich denn? Erstmal normale Blöcke. Kriege ich jetzt 80 mal? Ne, benötigte Ressourcen, 20 Stück davon, okay. Und drücke einmal G für. Ne, geht ja gar nicht. Das rast das ja automatisch. So ein bisschen die Mitte finden. Das muss nicht exakt in der Mitte sein, das Ding. Hier kommt eine Ab. Wir werde ich noch abrunden. Ja, wir haben wieder viel zu viele Blöcke gebaut, obwohl wir brauchen ja oben auch welche. Ob, das weiß ich doch gar nicht mehr, wie ich hier oben weitermachen soll. Verdammt. Finde ich doch niemals den richtigen. Doch, finde ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Da. So nur als Ansatz. Ja, früher gab es auch sowas wie Rauch und sowas. Das wird aber alles wiederkommen. Ich hatte Marmor. Aber den wollte ich ja. Ich wollte halt den. So, dann brauchen wir ein paar. Sollen wir rund oder kantig werden? So. Oder. Schwungvoll. Ich glaube, den machen wir. Wisst ihr, warte, bin immer noch nicht zufrieden. Ich habe nur noch vier Blöcke. Fuck. Weil das ist ein bisschen wenig, ne? Wenn da unten ein Lagerfeuer brutzeln soll, dann muss man auch Platz schaffen. Da muss auch noch ein anderer Boden hin. Ich will gar nicht wissen, wie lange die Aufnahme geht. Ich habe nämlich Steam auf. Okay, wir brauchen noch Marmorblöcke. Ecken und einen anderen Boden für das Campfire. Lagerfeuer. Warum sage ich Campfire? Marmor. Da haben wir den genommen. Ich mache einfach nochmal Formos wählen. Oh, erkennt man aber schlecht. Dreieck. Naja, das bringt mir nicht viel. Rampe. Rampe ist das. Dreieck ist. Da hört sich an wie die Rampe eigentlich, ne? Aber Rampe ist, glaube ich, das, was wir brauchen. Ich brauche aber keine 20. Mal erstmal 10. Und dann brauchen wir einen Fußboden. Worauf das Feuer lodert. Vielleicht haben wir da schickes Metall. Nee. Das sieht nicht aus. Auch nicht auf Glas und Holz und Stoff und Pappe lassen wir da mal wirklich weg. Das macht nicht viel Sinn. Muss ja so verbrannt sein, ein bisschen, ne? Schwarz. Was ist das denn? Auch schön für den Kamin. Gerade alles dunkle an. Na, aber Holz brauche ich nicht gucken. Ich finde, der sieht ganz geil aus. Ich brauche, glaube ich, 6 Stück. Einfach nur Block. So. Ah, hier muss auch noch was passieren. Das sieht auch nach Wurst aus. Wahnsinn, sind das weiße Blöcke?
Wow, wie gut ich zählen kann, ne? Ich bin echt ein Talent. Obwohl die dahinter ja eigentlich sinnlos sind. Aber egal. Oh oh. Vergessen, welchen wir hatten. Den hier. Ich mache jetzt mal 20 Stück. Steine haben wir. So. Oh, wie reicht das von der Größe her? Nicht, dass das Feuer da rauskommt. Das wäre blöd. Ich habe was vergessen. Ich wollte ja hier noch weiter füllen. Aber da wollte ich auf jeden Fall die dreieckigen haben. Das sich sehr gut erkennen. Ein verständlicher Kamin. Aber ich glaube, der muss ein bisschen breiter werden, weil ich habe das Gefühl, das Feuer wird hier rüber gehen. Aber wir brauchen jetzt immer noch, verflucht nochmal, Marmorblöcke. Meine Sense in der Hand. Bin der Sensemann. Marmor, Marmor, Marmor. Marmor, Marmor, Marmor. Da ist er. Einfach mal 20 Stück. Da kann ich gar nicht, verdammt. Kein Stein mehr. Hä? Hab ich nicht gebaut? Achso, Form auswählen. Hoppala. Ist das dasselbe Stein wie der Boden? Nee, ist nicht. Oh, das ist sehr edel. Das ist so edel. So. Ich habe dann noch so einen minimalen Plan, um das alles noch mehr zu veredeln. Sieht man kaum, aber bei Beleuchtung wird das wahrscheinlich ganz schick aussehen. Da oben kommt noch ein Dreieck drauf oder man macht einfach so. Aber ich glaube, das könnte man noch ein bisschen feiner hinbekommen. Jetzt müssen wir mal gucken, ob das Lagerfeuer zu groß ist. Wow, das passt da eigentlich ideal rein, oder? Was für eine geile Beleuchtung ist denn das bitte? Na, also Mikromü steht's über. Und Lagerfeuer ist halt ein Lagerfeuer, ne? Wenn man da reinguckt, sieht man sogar, dass kein Loch drin ist. Aber vielleicht können wir da noch für den Perfektionismus. Okay, das war zu viel Perfektionismus. Ein Loch reinmachen. Damit es so aussieht. Oh. Als ob das tatsächlich abgezogen wird. Durch ein Loch. Haha. Okay. Der gefällt mir auch nicht. Da gibt es ja bestimmt was anderes. Weil dunkles Material lässt sich sehr schwer erkennen. Marmor, 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 Marmor. Ich habe keine Steine mehr, aber können wir trotzdem mal. Naja, Steine kriegen ist einer meiner leichtesten Übungen. So. Marmor, 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 Marmor.
Okay, wir haben so ein Dreieck, eine Kuh. Einfach so eine doofe Kugel dahinlegen, das vielleicht aussieht. So aus Spaß. Soll mal so witzig sein? Na, irgendwie hat das was, ne? Ich will nur nicht da drunter stehen und wenn sie runterfällt, so eine dicke Marmorkugel. Nein, ist natürlich schwer befestigt. Dann noch ein bisschen mit Holz. Ja gut, Holz und Kamin. Keine gute Idee, ne? Aber wir haben einen Kamin. Definitiv. Jetzt würde ich doch gerne noch so wie früher ein Gitter bauen können. Das wäre schön. Davor so ein kleines Gitterchen. Einfach nur als Schutz. Aber auf jeden Fall brennt hier drinnen jetzt ein Kamin. Es gibt eine Sitzecke. Es gibt eine Kiste und eine Blueprint-Klamotte. Einen unnützen Schrank. In grün. Und wir haben nicht ein bisschen geschaffen an der nächsten Etage. Denn da soll er jetzt der Boden eigentlich hin, ne? Da brauchen wir viel Holz. Viel, 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 viel Holz. Stein habe ich nur noch 5, Metall habe ich nur noch 25. Und dann kommen natürlich Fenster zu. Achso, ich wollte ihn gerade weghacken. Wäre Blödsinn. Aber ich bin trotzdem neugierig. Das ist die Kugel. Und das ist einfach nur ein Block. Tatsächlich. Haha, ist das geil. Jetzt habe ich. Ah ja, für 5 ist es. Schon wieder erschrocken. Einfach wirklich so ein Abluftschacht. Guck mal, wie schön das Licht berechnet wird. Das ist echt toll. Finde ich cool. So, unser Kaminschacht da unten brennt auch wirklich das Feuer. Ah! Mama! Keine gute Idee, da rein zu hüpfen. Scheiße. Der Kamin funktioniert. Und jetzt riecht es hier drin nach gebratenen Timmy. So, da sind wir wieder. Material, alles noch da, keine Angst. Okay, schön, das hat ja schon mal geklappt. Gut, dann sehen wir in der nächsten Folge zu, dass wir dieses hässliche Buntfenster da wegkriegen und die nächste Etage dran und dann langsam mal so mit Farben arbeiten. Jetzt ist die Frage, der Speer ist despawned, das macht aber nichts. Und es wird Nacht. Das wäre ja mal ein Zeitpunkt, um im Bett zu gehen. Ne? Wir haben ja leider noch ein Zelt. Wir können uns ein Bett irgendwann mal bauen, wenn wir wissen, welcher Raum auch das Schlafzimmer ist, ne? Ein richtig schönes Bett. Nein, kein Strohbett und auch nicht nur eine Matratze. Nein, ein richtiges Bett. Können wir uns auch anmalen. Dann sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Bis in der nächsten Folge. Bis dann. Lass uns erstmal hier hin.